Ja, und wie sein Song Contest Song Alive klingt, das bleibt wie gesagt noch ein Geheimnis, das erst im März gelüftet werden wird. Kein Geheimnis ist aber, dass Österreich beim Song Contest schon wirklich alles erlebt hat. Vom Sieg bis zum allerletzten Platz. Und wir haben Vincent Bueno auf eine Zeitreise durch die österreichische Song Contest Geschichte mitgenommen. L'interprète Udo Jürgens. Udo Jürgens. 1966 holt Udo Jürgens das erste Mal den Sieg für Österreich beim Eurovision Song Contest. Merci, Jury. Merci, merci. Ich finde diese Zeiten damals einfach so schön, wo man wirklich nur so elegant war und eine gewisse Form hatte und wirklich ein Gentleman sein durfte und war eigentlich, ja. Unsere Liebe war schön. Die Frisur würde ich jetzt nicht so tragen wie er, aber ich finde den Song wunderschön. Sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen. Yeah. 1989 landet Thomas Forstner auf Platz 5. Zwei Jahre später wird er Letzter. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich sowas nicht tragen muss. 2012 schaffen es Trackshitters nicht mal ins Finale. Ich feiere den Song. Der war cool. 2014 dann der große Triumph von Conchita. Boom. Dieses Bond-mäßige, dieses bisschen untouchable mag ich sehr. Rise Like a Phoenix ist ein Meisterwerk.